Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute eine Mischung aus Mathematik und Erdkunde. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie man den Maßstab berechnet. Das kommt ja immer wieder vor. Da will doch irgendeiner von euch wissen, wie weit so eine Entfernung auf einer Landkarte ist. Und das Einzige, was ihr habt, ist so ein Maßstab. Tja, und was diese Zahl mit Zentimetern zu tun hat und wie man das umrechnet, das zeige ich euch jetzt. So, bevor wir anfangen zu rechnen, müssen wir natürlich erstmal kurz besprechen, worum es geht. Maßstab. Der Maßstab ist das Verkleinerungsverhältnis. Klar, er ist definiert als das Verhältnis einer Länge auf der Karte zu ihrer Entsprechung in der Natur. Natürlich, eine Karte verkleinert und der Maßstab gibt das Ganze an. Soweit, so gut. Was müssen wir noch wissen? Der Maßstab wird als Proportion 1 zu Maßstabszahl angegeben. Auch klar, finden wir ja immer irgendwo auf der Karte. Schauen wir uns unser erstes ganz einfaches Beispiel an. Maßstab 1 zu 500. Das bedeutet, 1 cm auf der Karte, also dafür steht die 1, sind 500 cm in der Natur. Würde also in diesem Fall bedeuten, dass 1 cm auf der Karte 5 Meter in der Natur sind. Warum das jetzt 5 Meter sind, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt so eine Umrechnungstabelle. Ich benutze die immer ganz gerne. Man kann das auch im Kopf, aber mit so einer Tabelle ist das ganz toll. Und wenn wir jetzt sagen, der Maßstab ist 1 zu 500, dann würde ich jetzt hier die 500 eintragen. Und dann seht ihr, was passiert. Aha, 5 Meter. Und deswegen konnte ich gerade sagen, dass der Maßstab 1 zu 500, 1 Zentimeter auf der Karte, 5 Meter in der Natur ist. Okay, und jetzt schauen wir uns zwei Beispiele an. Beispiel 1 auf einer Karte. Beispiel 1 auf einer Karte, Maßstab 1 zu 50.000, ist die gesuchte Strecke 4 cm lang. Wie lang ist der tatsächliche Weg? Okay, als allererstes schlage ich vor, nehmen wir wieder unsere Tabelle. So, 1 zu 50.000, das trage ich. Trage jetzt erstmal hier 50.000 ein. So, das sind schon mal die 1000 und 50. Das heißt also, dass 1 cm in der Karte 500 Meter in der Natur sind. Und jetzt habe ich 4 cm, also rechne ich 4 mal 500 Meter. 4 mal 5 sind 20. Zwei Nullen dran sind 2000 Meter und das wiederum entspricht 2 Kilometer. Und dann habe ich den tatsächlichen Weg ausgerechnet. So einfach ist das. Schauen wir nochmal. Ich trage die 50.000 trage ich hier einfach ein. Immer bei Zentimeter anfangen. Zentimeter, Dezimeter, Meter, 10 Meter, 100 Meter. Und dann weiß ich, 1 Zentimeter in der Karte sind 500 Meter in echt. Und weil ich eben 4 cm habe, rechne ich 4 mal 500 Meter und das sind 2 Kilometer. Okay, nächstes Beispiel. Auf einer Karte 1 zu 200.000 oder mit dem Maßstab 1 zu 200.000 ist die gesuchte Strecke 3 cm lang. Wie lang ist der tatsächliche Weg? Wieder mache ich das mit meiner Tabelle, weil es so schön zu veranschaulichen ist. Dieses Mal muss ich 200.000 eintragen. So, das sind schon mal 1000. Aha, schön einfach. Das heißt also, 1 cm in der Karte sind 2 Kilometer in der Natur. So, und jetzt ist es wieder ganz einfach. 3 cm ist das Ganze lang, also rechne ich 3 mal 2 Kilometer. Und, das kriege ich im Kopf hin, die gesuchte Strecke oder der tatsächliche Weg sind 6 Kilometer. Ja, und so... Genau so funktioniert das mit dem Maßstab. Ihr müsst also immer gucken, wie ist die Proportion? 1 zu was? Und wenn ihr Probleme habt, im Kopf diese Zentimeterangabe in Meter umzurechnen oder in Kilometer umzurechnen, dann macht das mit dieser Tabelle hier. Hier seht ihr sie nochmal, ganz einfach nachzumachen. Und wenn das hilft und ihr zur richtigen Lösung kommt, ja, dann nehmt die doch. Dafür ist sie da. So, ihr wisst jetzt, wie es geht. Ich bin raus. Okay, das war's.